Wenn ihr noch günstige FIFA-Coins zum Team of the Season braucht, checkt mal gerne meinen Sponsor IGFold aus. Der Link ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr noch 8% sparen wollt, gebt einfach bei der Bestellung den Rabattcode FIFAGAMING ein. Außerdem könnt ihr noch gerne meinen Shop auschecken für die neuen Nice Hoodies, T-Shirts, Handyhüllen, Sweater und vieles mehr. Link ist natürlich auch wie immer oben in der Videobeschreibung. Außerdem gibt es gerade zu jeder Bestellung eine gratis Autogrammkarte von mir persönlich unterschrieben dazu. Also gerne abchecken. Oh mein Gott, ihr habt es gelesen, Leute. Wir haben direkt eine Icon im neuen WM-Modus gezogen. Meine erste Icon und direkt Miroslav Klose, eine der neuen Icons. Absolut genial, Leute. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefällt. Heute kommt ja das zweite Pack-Opening online. Also eskaliert mal richtig mit den Likes, wenn ihr morgen das nächste Pack-Opening sehen wollt, Leute. Ich würde mich freuen, wenn ihr hier für das erste Icon-Pack-Opening die 3000 Likes packen würden. Wäre auf jeden Fall nice und haut jetzt mal alle Hashtag Klose in die Kommentare. Für mich eine der größten deutschen Legenden überhaupt. Ich weiß nicht, wie ihr es seht. Also alle Hashtag Klose in die Kommentare. Bleibt bis zum Schluss dran, denn es war nicht nur Klose am Start, sondern noch viele andere krasse Spieler. Wir starten ins Pack-Opening. Let's go! So, ab geht's. Erstes Pack. Schauen wir mal direkt. Vielleicht direkt ein Walkout im ersten Pack. Sieht gut aus. Sieht richtig, richtig Sahne aus. Argentinien! Oh, fast im ersten Pack Messi oder was? Rojo wird es. Ganz weit weg von Messi. Aber wir sind schon mal bei der richtigen Nation, Leute. Ihr seht es. Wir sind bei der richtigen Nation. André Schürrle ist hier noch am Start. Ist doch gar nicht im WM-Kader, oder? Schürrle ist doch gar nicht im WM-Kader. Warum ist der hier dabei? Juckt er nicht. Kein Plan. Einfach reingescammt. Ihr kennt es. Einfach mal mit hier ins Spiel reingescammt. Kennt er nichts, ey. Okay, zweites Pack wird in 83er. Was? Ey, das ist schon eine Seltenheit. Leute, das ist echt eine Seltenheit. Das ist mal kein 83er. Das ist ehrlich eine Seltenheit, Leute. Ihr wisst es, lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefällt. Ihr wisst es, easy, 3000 Likes wieder easy drin. Dann weiß ich Bescheid, dass ihr wieder öfters Bock habt hier auf WM-Modus Pack-Openings. Also eskaliert mit den Likes, Mann. Ab geht's. Nächstes Pack. Dann ist jetzt aber spätestens hier ein Walkout drin. Sieht gut aus. Okay, yay, gönnt mal was. Come on. Gönnt mal was. Nein, gönnt doch mal was. Ey, wir hatten jetzt einmal schon Messi-Prank, einmal schon Ronaldo-Prank. Pizzi wird es. Och, Mann, ey, das gibt es doch nicht. Eieiei, ihr wisst es, Neymar haben wir schon gezogen. Das heißt, von den Top 3 Spielern fehlen natürlich jetzt nur noch Ronaldo und Messi. Also, ey, das ist natürlich geil, Mann. Oder so ein Klose. Gib mal so eine Icon, ey. Eine Icon wäre mal fresh, ey, ganz ehrlich. Yay. Komm, hör, jetzt. Ich weiß gar nicht, sieht eine Icon anders aus, wenn das hier die Animation kommt, oder sieht das genauso aus? Frankreich, Stürmer. Das könnte. Na, das ist Giroud. 53 Tempo. Ach du Scheiße. Ey, Giroud. Das ist dein scheiß Ernst. Okay, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir den ersten Walkout am Start haben. Oder ein Pack machen wir noch, Leute. Komm, hier ist meistens hier eh so. Alle drei, vier Packs hier eh der erste Walkout am Start. Eins machen wir noch, sonst werde ich jetzt hier einen Cut machen. Und dann sehen wir uns erst beim nächsten Walkout wieder. Es sei denn... es kommt ein Icon! Das gibt es nicht. Ich habe eben noch darüber gesprochen. Deutschland! Ist es Klose? Nein, ist es Klose, oder? Ist es Klose? Es gibt nur einen Stürmer. Es gibt nur einen Stürmer. Ich habe eben noch darüber gesprochen. Ich habe eben noch darüber gesprochen. Das gibt es doch nicht. Klose, Junge. Klose ist am Start, Mann. Die neue Icon. Ey, mein Packlack ist wieder on point, Leute. Mein Packlack ist einfach wieder on point, Mann. Nice, Alter. Klose ist am Start. Miroslav. Klose, ich wollte noch das... Ich habe noch gesagt, dieses Pack machen wir noch. Dieses Pack machen wir noch. Ich wollte schon hier einen Schnitt machen und dann erst wieder euch das nächste Pack zeigen, wo ein Walkout drin ist. Und dann kommt Klose. Das gibt's doch nicht, Leute. Dafür müsst ihr mit den Likes eskalieren. Alle Hashtag Klose unten in die Kommentare. Ey, der Typ ist einfach eine deutsche Legende, Mann. Die größte deutsche Legende überhaupt, würde ich schon fast sagen. Also alle Hashtag Klose in die Kommentare, Leute. Come on. Eskaliert mit den Likes. 3000 Likes easy für die erste Icon im WM-Modus. Einfach nur geil. Leute, abonnieren nicht vergessen. Ihr wisst es, Glocke aktivieren. Das wird es jetzt in Zukunft nur noch geben. Ich werde noch einige Icons ziehen. Und ihr wisst es, checkt doch gerne noch meinen Shop aus für die Camouflage. Da gibt es in Grau, in Blau, in Rot und in Grün in allen vier Farben als T-Shirt und auch als Pullover erhältlich. Also gerne abchecken. Ihr könnt euch direkt beides holen, T-Shirt und Pulli. Dann seid ihr mega gut ausgestattet, Leute, für den Winter und für den Sommer. Ihr wisst Bescheid. Und ab einem Bestellwert von 45 Euro als Sommer-Special, gratis Poster und gratis Turmbeutel zu jeder Bestellung dazu. Und natürlich eine gratis Autogrammkarte. Wer ist noch drin? Nix ist mehr drin, Alter. Scheiße. Aber egal, Mann. Klose, Junge. Das gibt's doch nicht. Leider nicht verkaufen kann man die. Ey, Mann. Aber egal. Scheiß mal drauf. Wir haben die erste Icon. Wir ziehen die erste Icon. Und es ist direkt Klose, Mann. Das ist so genial, Mann. Das ist so genial. Ich sag's euch. Ah, geile Sache. Okay, Rest stoßen wir ab, Mann. Junge, wie geil ist das? Okay. Jetzt kannst du noch besser werden. So, nächstes Pack direkt. Ey, das Ding ist,
ist jetzt, ich freue mich jetzt hier komplett bei Klose, obwohl es glaube ich gar nicht so was Besonderes ist, weil ich habe jetzt hier Brasilien. Boah, ich dachte, es wird schon wieder Neymar. Ist ein Walkout. Oh, David Luiz, der hat 84. Oh mein Gott. Ja, okay, aber was hat der wieder für einen geilen Afro auf dem Bild? Richtig nice. Ich feiere diese Afros. Hashtag Afro in die Kommentare. Aber ich freue mich jetzt hier halt komplett über Klose, wo man ehrlich sein muss. Das wird nicht so Besonderes sein, Leute. Das wird nicht so Besonderes rein. Yep, diese 380er, Leute. Ist, wie gesagt, nichts Besonderes im World Cup-Modus. ZDM, Casemiro oder Fabinho? Fabinho ist es. Nee, Fernandinho. What the fuck, was hab ich ja gerade gesagt? Fernandinho ist es. Sah auch vom Bild her ein bisschen so aus wie Fabinho, muss ich sagen. Aber, ja, geht klar, Mann. Ne? Was hat der 84er? Ja, und Rüdiger war noch am Start. Nice, Mann. Rüdiger, alles klar bei dir, Rüdiger. Alles klar bei dir. Okay. Ja, die Packs, das macht Bock, Leute. Das macht einfach nur Bock. Ich kann es immer wieder sagen. Öffnet Packs in dem Modus, auch wenn es so gesehen Verschwendung ist, weil ihr diese Coins halt nie wieder bekommt. Aber es macht trotzdem einfach Bock. Es ist einfach geil, da Packs zu öffnen. Und jetzt am Ende von FIFA könnt ihr einfach eure Coins raushauen. Korea, linkes Mittelfeld. Es ist Son, ey. Den haben wir aber schon am Start. Auch eine geile Karte, muss ich sagen. Aber haben wir leider schon als Duplikat, müssen wir den jetzt haben, ne? Jetzt so sieht es aus. Muriel ist noch am Start. Läuft. Son müssen wir leider abstoßen. Was heißt leider, ne? Wir haben ihn schon zwei oder drei Mal jetzt gezogen. Ist halt, wie gesagt, nichts Besonderes und Son. Hier, okay. Komm, jetzt aber der nächste Walkout. Es kam jetzt schon. Ja, 4-5 Packs nichts mehr. Das ist schon scheiße. 4-5 Packs und dann kein Walkout. Ist schon kacke, ich sag's euch. Was dachte ich? Costa Rica? Oh, Navas muss das sein, oder? Torwart? Müsste Navas sein, ist der Walkout. 86, der ist Walkout. Oh, der hat ein Upgrade bekommen. Im normalen Ultimate Team Modus hat der 85. Hier hat der 86. Ja, kann man mal machen. Navas? Nicht schlecht. Guter Tor, da den Champions League Finale wieder gut gehalten, muss ich sagen. Auch wenn er immer gut kritisiert wird. Aber der ist schon gar nicht so schlecht, muss ich sagen, Mann. Ich bin mal gespannt, wie in diesem. Er ist ja sozusagen durch die WM 2014, ist ja ehrlich, eigentlich erst in den Fokus gekommen. Der hat da richtig gut gehalten mit Costa Rica. Ist auch richtig weit gekommen. Ich glaube, Viertelfinale oder so. Dann sind die irgendwann ausgeschieden. Aber sie sind weit gekommen und dank der Leistung natürlich auch von dem guten alten Navas, der danach dann zu Real Madrid gegangen ist. Slowenien, rechts. Slowenien. Russland ist da. Was für Slowenien? Das sah ähnlich aus. Fernandes. Ja, okay, das war dann wieder so ein Pack. Das kann man sich eigentlich auch sparen. Aber okay, Gemma sind wir noch am Start. Rest können wir abschauen. Hatten wir sogar doppelt von Fernandes hier. Das ist auch irgendwie ein bisschen nervig. Immer hier dieses Premium Gold Pack. Ich meine, da zieht man eh nichts drin im normalen Ultimate Team. Die könnt ihr eigentlich auch weglassen, wenn ich ehrlich bin. Aber naja, was soll's. Ist halt so, kann man nichts machen. Jetzt kommt der nächste Walkout. Ich hab's im Gefühl. Deutschland, Stürmer! Wer ist das? Oh, Mario Gomez! Legende, Mario Gomez hat nur noch 81. Was ist das denn hier? Ich habe gehofft irgendwie, dass es vielleicht Timo Werner wird. Ich weiß nicht, was der hier für ein Rating im WM-Modus hat. Aber Gomez ist halt jetzt auch nicht so mega, wenn ich ehrlich bin. Aber naja, was soll's. Kann man nichts machen, geht klar. Ist in Ordnung. So, weiter geht's. Komm, Walkout jetzt mal wieder hier. Der letzte Walkout war, wer war der letzte Walkout? Navas. Ist auch schon wieder 3-4 Packs her. Da werde ich schon wieder nervös. Ihr kennt das Ganze. 3-4 Packs ohne Walkout. Das kann nicht sein. Oh, oder Pippe ist ein Walkout. Pepe? Es ist Pepe! Ach du, what? Der hat 88! Warum kommt der nicht raus? Was ist das hier für ein Fail? Ach so, ich glaube, weil der normale Pepe im normalen Ultimate Team Modus, der hat ja eigentlich 86, der kommt ja auch nicht raus. Warum hat der 88, jetzt mal ehrlich? What? Warum hat Pepe 88? Ich habe keine Ahnung warum. Aber der Typ ist krank, Mann. Ich weiß auch nicht warum. Weil der hatte letztes Jahr. Was hat der in FIFA 17? Da meine ich, hätte auch. Hat der 87 oder 88? Schreibt es mal in die Kommentare. Der hat 88 und kommt nicht mal raus, ey. Ja, ich glaube, es kommen hier einfach nur die Spieler raus, die auch im normalen Ultimate-Team-Modus rauskommen. Und Pepe hat halt im normalen Ultimate-Team 86. Das heißt dann, glaube ich, dass er hier halt auch nicht rauskommt, ne? So würde ich es jetzt einfach mal interpretieren, würde ich jetzt einfach mal sagen. Naja, was soll's. Weiter geht's. Come on. Yep, 83er. Das ist easy hier, Leute. Das ist ganz easy, hier 83er zu ziehen. Deutschland. Torwart. Come on. Neuer. Es ist ein Walkout. Testing oder Neuer? Es ist Manuel Neuer! 91! Oh, warte, nur 91! Manuel Neuer ist am Start! Nice, Mann! Manuel Neuer, 91er rated! Joa, kann man mal machen, würde ich sagen, oder, Leute? Manuel Neuer als 91er kann man mal machen! Ach, geil, Mann! Ich muss sagen, ich öffne jetzt hier seit 30 Minuten Packs, ne? Und es hat selten echt mir so viel Spaß gemacht, Packs zu ziehen. Das ist echt krass. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, man öffnet 3 Stunden, 4, 5 Stunden Packs und dann hat man eigentlich so gut wie jeden, den man ziehen kann.
Ist halt auch so, das muss man halt dazu sagen. Ne? So, am Ende wird es halt langweilig vom WM-Modus. Das war in FIFA 14, wie ich so oft gesagt hatte, auch schon so. Oh, Koke und Pepe. Was war das denn für ein Pack? 2 Walkouts in einem Pack und Koke auch noch. Ja, kann man mal machen, würde ich sagen. Das war ein starkes Pack. Pepe haben wir doppelt. Müssen wir leider abstoßen. Aber ich bin trotzdem zufrieden, Mann. Damit kann ich leben, Leute. Weiter geht's. Los, wäre ich mal wieder Zeit, Mann. Entweder für ein Walkout. Ja, vielleicht ist es ein Walkout-Testing oder Neuer. Es ist schon wieder Manuel Neuer, ey. Warum sind wir nicht Testing? Den hätten wir gebrauchen können. Duplikat Manuel Neuer. Ey, den müssen wir jetzt einfach abstoßen. Das gibt es doch nicht. Wir müssen Neuer discarden. Stellt euch mal vor, ihr stoßt einfach verdammten Neuer ab. Das könnt ihr doch auch keinem erzählen. Ich sag's euch, ihr stoßt einen verdammten Neuer ab. Ey, das gibt's nur im WM-Modus, Leute. Das gibt's nur im verdammten WM-Modus. Ey, ja. Bellarabi war noch am Start. Neuer, es tut mir leid, Mann. Mach's gut. Ich hoffe, du bist bei der WM fit, Mann. Ey, wir müssen Neuer einfach abstoßen. Also sowas, wie gesagt, gibt's nur im WM-Modus. Aber das wird, wie gesagt, das wird uns jetzt noch oft passieren. Wir werden wahrscheinlich, vielleicht, wenn wir auch irgendwann mal so ein Ronaldo-Duplikat haben. Vielleicht Messi. Vielleicht müssen wir Ronaldo oder Messi abstoßen. Juckt uns nicht. Uruguay. Nein. Aber vielleicht Godin. Doch, es war ein Walkout, oder? Ja, es ist Godin. Nice, Mann. 88. Ah, schade, Mann. Ich habe darauf gehofft, dass es vielleicht Stürmer wird und dann Suarez. Dings haben wir ja schon. Wer ist der? Cavani. Cavani haben wir schon gezogen. Godin 88. Joa, nicht schlecht, Mann. Haben wir noch nicht gezogen gehabt, den guten Godin. Also nochmal ein fresher Walkout hier. Und Payet ist auch noch am Start gewesen. Nice. Aber ich glaube, Payet fällt aus für die WM, ne? Ich glaube, der hat sich verletzt gehabt im Euroleague-Finale. Ich weiß jetzt nicht, ob der hundertprozentig ausfällt für die Weltmeisterschaft. Aber ich meine schon, auf jeden Fall bitter für Frankreich. Oder? Ich weiß gar nicht, ob der ausfällt. Oder irgendwie, entweder fällt aus oder wurde nicht nominiert. Eins von den beiden. Ich habe keine Ahnung so genau. Auf jeden Fall ist er, glaube ich, nicht dabei. England, Stürmer. Harry Kane. Ne, Rashford. Irgendwo 81. So, nächstes Pack, Leute. Nächstes Pack. Kein Icon. Schade. Aber Frankreich, aber Stürmer, aber... Ah, Kylian Mbappé. Nice. Oh, 85 hat der. Walkout Mbappé. 85er rated. Joa, ich habe ein bisschen, wenn ich ehrlich bin, auf Griezmann gehofft. Aber Mbappé ist auch nicht schlecht, ja? Muss man sagen. Mbappé, gute Werte. Kann man mal machen, ey. Mbappé ist nicht schlecht, Mann. Finde ich cool. Nehmen wir mit. Kylian Mbappé. Geht klar. Nice Karte, muss ich sagen. Sonst noch. Und David Luiz war noch drin. Haben wir allerdings schon. Also nicht so geil. Naja, David Luiz auch nur noch 84. Also auch nichts mehr so Besonderes. Aber Mbappé ist fresh und halt ein Walkout. Ne? Und den haben wir noch nicht gezogen im WM-Modus. Also, neuer Walkout, den wir abhaken können. Aber ihr wisst es, ich denke mal am Ende vom WM-Modus, wenn wir jeden Walkout einmal gezogen haben, klare Sache. Mexiko, Stürmer, das kann eigentlich nichts Gutes sein, ist es. Da habe ich mir schon gedacht, Chicharito, Hernandez. Naja, okay, der war auch mal besser, muss ich sagen, ne? Obwohl er bei der WM eigentlich immer ganz gut war. Ich bin gespannt, ey. Dieses Mal könnt ihr da auch wieder rasieren. Letzte WM hat er mit Mexiko auch nicht schlecht gespielt. Der ist immer gut drauf, muss ich sagen, bei einer WM. So, jetzt eine Icon, Mann. Das ist echt, Icon sind hier echt, wirklich, muss ich sagen, selten. Also Icon ist was Besonderes. Muss ich ehrlich sagen, das habe ich jetzt bislang so gemerkt. Ach, schon wieder dieser Fernandes, den haben wir schon mal gezogen, ey. Ich hoffe einfach nur bei der Portugal-Flagge auf die Stürmerposition, ey. Ey, ich hoffe mal, warte mal. Da gibt es natürlich auch noch andere, ne? Weil ihr wisst es ja, die Wände kommen ja bei einem Spieler ab 81, glaube ich. Das heißt, auch wenn es Portugal Stürmer wird, könnte es noch jeder andere Stürmer werden. Zum Beispiel André Silva gibt es und wahrscheinlich noch zig andere.